Heimtückische Verschwörung aufgedeckt. Oh nein. Oh nein. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Hier zurück zu den Xenos. Wir sind gerade eben immer noch dabei, die leckeren, die mehr Spenden essen zu wollen. Da können wir leider nicht anders, ne? Also, ich meine, da läuft einfach das Wasser im Munde zusammen. Deswegen pushen wir jetzt da weiter in den Raumbereich rein. Die sind momentan im Krieg mit... mit einer Menge. Also mit uns und mit den anderen beiden. Weswegen sie jetzt hier den Fehler gemacht haben, das jetzt hier für uns aufzuboxen. Und dadurch kommen wir jetzt natürlich an ihre Gebiete ran. Hier stellen wir sie jetzt, so wie es aussieht, in einem größeren Gefecht. Allerdings sind sie ja schon angeschlagen. Und ich werde jetzt hier unfaire Maßnahmen machen. Ich nehme jetzt hier natürlich die fokussierenden Kristalle, flüchtige Sprengstoffe, flüchtige Munition, exotische Gase, als Schildverstärker natürlich. So, was dafür sorgt, dass unsere Schiffe nochmal ein bisschen stärker sind. Oh, sie ziehen sich hier zurück. Und jetzt haben wir hier die Wächtermatrix entdeckt. Ja, wir spüren nach wie vor Beute hier einfach nur. Wir spüren weiterhin nur Beute. Will ich das hier angreifen? Ja, solange die hier geschwächt sind. Our construction is complete. Aber die hauen einfach nur ab. Ich gerade feststelle, die hauen einfach nur ab. Gut, das soll mir recht sein. Dann nehme ich das jetzt hier kurz ein, zerstöre ihre Raumstation. Und ich meine wirklich zerstören. Also das Ding hier wird jetzt einfach von mir herabgestuft. Wobei, ist das jetzt hier stärker? Aus meiner Sicht ist es stärker, aber wir machen es trotzdem weg. Danach fliegen wir zurück. Und dann geht der eine dahin und der andere dahin. Nehme ich ihn jetzt einfach hier erstmal diesen Raumbereich weg, ne? Hier gibt es auch nochmal was zu forschen. Könnte also jetzt sehr gefährlich sein, das zu tun. So, wir machen schon fast 200 Legierungen. Fast. In Gemma ist der Ring geschaffen worden. Verbessern das Ding, machen sofort hier zwei davon rein und dann können wir vielleicht sogar noch hier was weiter verbessern. Wir noch einen zweiten Ring, den wir bauen können, aber noch ist es nicht so weit. So, hier haben wir den Ring. Oh. What happened? Warum haben wir das hier nicht? Klickst du drauf und wunderst dich. Wir verbessern das hier. Und den will ich eigentlich auch noch verbessern. Fehlt aber noch einiges in Mats. Oh, die kämpfen gegen uns. Freiwillig. Ist aber dumm von ihnen. Das ist nicht so smart von ihnen gewesen. Ja, jetzt musst du dich halt doch zurückziehen. Wahrscheinlich packt er das nicht. Okay, ich konnte ihn retten. Das war wichtig. Ich habe wieder einen Erstkontakt. Wen lernen wir denn da jetzt kennen? Bei den Mesh-Spenden brauche ich ehrlich gesagt keins mehr. Ich glaube, die Mesh-Spenden sind einfach keine Gefahr mehr. Ich glaube, sie sind keine Gefahr. Aber ob das wirklich der Fall ist, weiß ich nicht. Hier fehlen mir wieder Jobs, mehr Mineralien. Legierungen. So, da la. Nächste Technologie. Dunkle Materie können wir abbauen. Danach hätte ich gerne. Ja, komm, Weltraumwolkenblitz geht relativ schnell. Also, ich glaube tatsächlich, dass sie diese eine Technologie rausgenommen haben. Also, dass man keine Dingens mehr haben kann, ne? Keine, wie heißt's, das ist die Wächtermatrix, interessant.
keine Klontanks mehr. War aber auch ein bisschen OP. Gib's zu. Also es war krank, als ich das geplaytestet habe. Es fühlte sich mehr als absurd an. So, unser nächster Aufstiegsvorteil. Ja, Synchronizität wäre interessant. Weniger Nahrungsverbrauch. Lebensdauer für Anführer, Unterhalt für Anführer, Synapsendrohnen, mehr Dienstleistungen, Erlassfonds. Stabilität wäre nett. Das ist jetzt aber auch nicht schlecht, glaube ich. Maximale Fähigkeitsstufe, mehr Einfluss. Ne, Einfluss brauche ich nicht. Synaptische Knoten eröffnen zusätzliche Wohnungen. Abartigkeit reduziert um 10%. Produktion von Arbeiterdrohnen wird um 5% erhöht. Beides nice. Anpassung aber auch. Denn mehr Nahrungsproduktion, Bewohnernutzung von Gebäude geht zurück, Schaden an Orbitalbombardierung geht noch weiter zurück und noch mehr Leben für Verteidigungsarmeen. Entschuldigung. Und Schaden Verteidigungsarmeen wird erhöht. So rum. Bewohnbarkeit wird erhöht. Alle auf unserem Planeten erhalten zusätzlich einen Gebäudeplatz. Kosten für Umsiedlung reduziert. Also es ist also im Grunde eigentlich diese beiden, also die drei, ne, sind eigentlich für uns der Oberhammer. Nehmen jetzt erstmal das. So. Dass wir dann mehr Nahrung nochmal produzieren. Ah, seltsame Hitzekleckse. Unsere Langstreckenscanner haben in Toropia-System Messwerte erfasst, die man am besten als gigantischen Hitzekleckse beschreiben könnte. Es würde sich bestimmt lohnen, sie näher zu untersuchen. Na, dann machen wir das doch einfach mal. Vielleicht kann man diese. Das wäre unser erstes warmes Essen. So, noch mehr Befehlslimit Flotte haben wir bekommen, damit wir noch mehr Schiffe pro Flotte haben können. Als nächstes hätte ich gerne mehr Genetikpunkte. Ich mache jetzt. Oh, ich habe immer noch diese ganzen Buffs am Start. Das leecht mir jetzt hier natürlich die Materialien raus. Das wollen wir nicht. Die Schmiedesubvention lassen wir weiterhin an. Hier haben wir den ersten Arbeitslosen. Dagegen wollen wir vorgehen. Also es gibt eigentlich jetzt nur noch uns vier große Vernichterlies, ne? Wir haben de facto die Galaxis unter uns aufgeteilt. Anders kann man das nicht sagen. Das habe ich aber auch so noch nie erlebt. Also es ist schon herzlich absurd, was hier gerade passiert. Megastruktur, Orbitalring. So, Weltraumwolkenblitz. Nein, ich wollte das ja klicken, dankeschön. Wie ist ein Verteidigungsnetz Supercomputer? Ja, den will ich, den finde ich eigentlich immer sehr, sehr nice. So, ja, oh, es wird hier schon gebaut. Und da, seht ihr, da kann man nämlich jetzt auch noch die Legierungs erhöhen. Allerdings ist das ja ein Forschungsteil. Forschung kann man, glaube ich, leider nicht verbessern. Was sehr schade ist. Aber ich kann einen Transithafen danach hier noch einbauen, dass hier schneller hin und her gereist wird. So, der Weltraum geborenen Lebensform sind die Tinaki. Okay, wir haben die Tinaki kennengelernt. So. Also irgendwelche Space Living Aliens, die für uns einfach auch nur Futter sind. Da geht die Feindflotte dahin. Und wir haben kaum nennenswert Schaden genommen. Dann wieder Ordnung wiederhergestellt. Wo sind meine Landungsschiffe? Da. Die können schon mal jetzt hier runterkommen. Da sind die Reste von denen. Viel Hülle ist nicht mehr übrig von denen. Wir attackieren. So, und haben die ja auch direkt geschlagen. Dann gehen wir hier noch weiter. Da und dann da. Oh! Da sind die Euthanizers ja schon drin. Interessant. Armee landen.
Ja, da sind sogar ausnahmsweise noch mal ein paar Verteidiger da. Wie stark sind eure Flotten? Hier ist jetzt 26k. So, und wieder zurück, Freunde. Ich will jetzt nicht gefangen werden. In diesem Bereich. Das wäre sehr blöd. Flieg mal zurück und lasst euch hier upgraden. Oh. Beziehungsweise boxt ihr nochmal weg. Bekam einen vielversprechenden Offizier gerade eben durch diesen Sieg. Fällt mir. So, Schiffe. Mehr Schiffe für die Flotten. Machen immer weniger Nahrung, wie man sieht, ne? Aber dafür machen wir immer mehr Legierungen. So, zurück hier im zentralen Bereich. Wir verbessern dich hier noch. Hier gucken wir mal, was auf dem Planeten noch so geht. Also hier wird eigentlich nur Nahrung produziert. Wir könnten sekundär noch irgendetwas anderes versuchen zu produzieren. Die Frage ist nur, was? Im Grunde wäre das hier der perfekte Ort für noch mehr Bollwerke. Ne, also hier wäre das wirklich fantastisch. Weil der Feind muss hier durch. Dann machen wir hier nämlich noch einen Schildgenerator rein. So. Und gemampft. Dann können wir hier wieder einiges abreißen und zurückbauen. Das Geile ist, das Ding ist schon da. Das kommt alles weg und das kommt auch weg. So. Nächste Technologie. Genetische Punkte. Angriffsarmeen und Moral für Angriffsarmeen noch weiter erhöhen. Inzwischen könnten die ja, glaube ich, echt mal so ein bisschen Upgrade gebrauchen. So, im Kern haben wir sie jetzt geschlagen. Von denen geht jetzt einfach mal keine Gefahr mehr aus. Eine Gefahr ging, glaube ich, von denen nie wirklich aus, wenn ich mir das so anschaue. Bergbau und Forschungsstation bitte rein. Und du kannst hier deine Schienenanlage weiterbauen. Wo ist denn das Ding hier? Da. Dieser Planet hier macht. Ach so, da bin ich ja immer noch bei den Verteilern. Ich habe mich nie entschieden, was das hier werden soll. Vielleicht. Oh, ist, dass der Gegner halt jetzt hier außen rumfliegen kann, ne? Über Fenhabanes. Lalalala. Das macht die Sache natürlich jetzt ein bisschen uncooler. Eine Hydrokultur oder den Transithafen. Komm, wir machen hier noch einen Transithafen rein. Noch mehr orbitale Docks. Upgraden. Dieser Planet hier macht auch ganz krass Legierungen. Also sehen wir zu, dass wir noch mehr Legierungen produzieren. Hier machen wir noch orbitaler Ankerplatz. Ne, wisst ihr was, wie ich das mache? Ich nehme nur einen, damit ich sehe in dieser Liste, dass das Ding noch nicht abgeschlossen ist. Das hilft mir dann zu erkennen, dass ich da noch ein, zwei Dinge tun muss. Wie hier zum Beispiel. Ankerplatz, Ankerplatz. Und Druckkultur. Hier muss es ein bisschen mehr werden. So. Ist ja witzig, dass sie mich nicht angreifen, ne? Dass so dieser berühmte Waffenstillstand unter
den Typen, die, die eigentlich alle hassen. Sie sagen, nee, nee, komm, wir lassen uns gegenseitig in Ruhe. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. So, was weiß ich denn inzwischen jetzt über euch? Also deine Flotte ist erbärmlich mir gegenüber. Sammeln wir mal Informationen. Bei euch kann ich gerade eben gar nichts machen. Bei euch weiß ich ja immerhin schon mal ein bisschen was. Nur mal Informationen sammeln. Informationen und Mittel beschaffen, um noch mehr Spionage zu haben. Our construction is complete. Our swarm is stable. Okidoki. Das Krasse ist aber, dass diese Flotte natürlich bei weitem noch nicht ready ist. Da müssen natürlich noch Titane rein. Oh, der hat Stufe 10! Das habe ich selten gesehen. Ein Kommandeur der Stufe 10. Feuerrate plus 30%. Das ist krass. Danke, transzendentes Lernen. Gut, leider hat er, er ist halt leider auch noch lethargisch, aber who cares? 50 von 73. Diese Flotte hat bereits volle Stärke. Das kann eigentlich nicht sein. 158. Ja komm, ich will auf 150 hochgehen. So. Dann passt das für mich. Our special project is complete. Dann gehen wir jetzt auf die Plasma-Beschleuniger, die ich vielleicht demnächst auch noch einsetze. Oh, warte mal, und ich kann jetzt endlich, das haben wir die ganze Zeit schon nicht gemacht, das Nachkommen-Schlachtschiff, ne? Also, Schlachtschiffe. Wir ändern jetzt hier die Bewaffnung. Ne, X kann ich noch nicht machen, okay. Oh yeah. Speichern. Ihr bleibt auf Artillerie. Kreuzer, die bleiben hier auf Medium-Bewaffnung, wobei ich jetzt sage, komm, lass daraus Plasmawerfer machen. Zerstörer. Bin ich jetzt auch der Meinung, dass Plasmawerfer vielleicht das Bessere sind. Wobei man hier auch auf Autokanonen gehen kann. Yep. Wir ändern jetzt hier nochmal unsere gesamten Bauten. Verbessern unsere Schiffe nochmal um ein Stückchen. Der Nachkommenzerstörer. Kommt hier ein Plasmawerfer. Oder hier machen wir zwei kleine Autokanonen, genau so. Und hier noch ein Plasmawerfer rein in Medium. Das passt dann hier so. Der Nachkommen Kreuzer. Kommt hier auch ein Plasmawerfer. Das lassen wir hier so. Nachkommen Zerstörer haben wir schon. Nachkommen Kreuzer. Nachkommen Schlachtschiff. Ja, da gehen wir jetzt natürlich auch auf den Plasmawerfer. Das ist eine Investition in die Zukunft. Und hier nehmen wir dann die Autokanonen rein, weil die einfach ein bisschen mehr Rums haben. Und hier bleiben wir auch bei dem, was es ist. Okay. Wobei, der braucht jetzt... Brauchst du diese Energie noch? Nee, du brauchst diese Energie nicht mehr. Das ist fantastisch. Das bedeutet nämlich, dass ich jetzt... Nee, das kann ich nicht reinnehmen. Nein! Aber warum holst du dir auch nicht die bessere Version? Das hätte er eigentlich automatisch aktualisieren müssen, hat aber nicht getan. Man verstehe es oder halt auch nicht. Das heißt, das hier brauche ich so gar nicht mehr. Ich kann stattdessen jetzt einfach noch mehr Schild reinpacken. So, dann werden die Dinger hier nämlich nochmal ein bisschen tougher. Das muss ich mal gerade mal gucken. Ja, der hat jetzt hier nämlich die 5er Leistung. 5er, 5er, 5er. Das ist das einzige gewesen, wo es nicht passiert ist. So, die Plattformen. Machen wir natürlich auch auf den aktuellsten Stand. Zack.
Zack, dass sie am besten treffen. Wobei inzwischen bin ich der Meinung, dass man hier auf einen Hangar geht und auf zwei mittlere. Plasmawerfer so. Fortschrittliche Jägerhangars. So. So. Und dann Schilde, Schilde, Schilde. Panzerung. Also beziehungsweise Hülle, Hülle, Hülle. So. Nicht Hölle, 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 sondern Hülle, Hülle, Hülle. Okay, jetzt kann ich eine ganze Menge hier wieder open. Ich glaube, dass ich hier jetzt dann anfange, die nächste Flottille hochzuziehen. Oh, die Mirish Revengers wurden vernichtet. Die einst stolz nomadische Kriegercrew der Mireshi ist nicht mehr. Ja, keine Midgame-Krise, so wie es aussieht. Keine Midgame-Krise für dich! Aber wir haben jetzt die Tialianischen Krieger entdeckt. Ja, es gibt vielleicht doch noch eine Midgame-Krise. Vielleicht. Ganz großes vielleicht. Wir gönnen uns Leistungsverstärker für Anführer. Dann haben wir wieder was Schönes erforscht. Hier haben wir keinen Job mehr. Ändern wir. Hier oben können wir... auch Transithafen noch reinmachen und danach noch den orbitalen Ankerplatz verbessern. Hier sind wir schon damit durch. Hier verbessern wir das Ding. Der ist gerade auch fertig geworden. Mir fehlt es halt noch. Es muss halt noch ein Schwarm-Nexus werden. Ja. Es muss halt noch ein Schwarm-Nexus werden. Der hat hier noch original gar nichts zu melden. Aber ich bleibe dabei, dass ich jetzt hier ein Nachkommen-Schlachtschiff schon mal baue. Für, ich will das jetzt mal machen, eine reine Schlachtschiff-Flotte. Was ich jetzt hier an den Start bringe. Ne, ich lösche es gerade mal. Da wird die eine Flotte ja gleich entstehen. Währenddessen wird die jetzt hier gerade eben einfach nochmal upgraden. Oh, nochmal upgraden. Wie oft kann man euch denn upgraden? Das ist die nächste Tech schon wieder durch. Und wir gönnen uns hier den verbesserten Reaktor. Noch mehr Gauss-Kanonen und fortschrittliche Nachbrenner und ach, ihr seht, jede Menge geiles Zeug. Mhm. 45,5. Und wie gesagt, da geht noch was. Verbesserte Punktverteidigung. Wenn wir das durch haben, haben wir hoffentlich endlich auch die Möglichkeit, Titane zu erforschen. Das wäre toll. Hier zwei zu viel, das kann doch wohl nicht wahr sein. Warum sind jetzt zwei zu viel? Ich nehme jetzt hier zwei Korvetten raus. Was ist da gerade passiert? Keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich irgendwo was verklickt. Aber egal, die Kampfkraft von denen ist trotzdem wirklich jenseits von Gut und Böse. Da fliegt so eine Raiding Fleet rum. Keiner hat sie eingeladen. Du ziehst dich hierhin zurück. Das hier ist ein Sternentor. Da hätte ich ganz gerne eine Verteidigung. Nur so ein bisschen gerne. Wäre es ein bisschen doof, wenn da keine wäre. So, da ist das Nachkommen-Schlachtschiff. Und das existiert hier jetzt erstmal als Flotte. Da können wir nochmal ein zweites reinpacken. Und dann packen wir noch normale Schlachtschiffe rein. Oder nochmal ein drittes. Kann ich denn haben?
Ach, ein paar. Lass es 4 sein. Lass es 4 sein. Machen wir daraus, das ist ja eine reine Schlachtschiffflotte. Jetzt konzentrieren wir uns nämlich gar nicht mehr auf diesen ganzen kleinen Klabberadatsch. Denn mit den Nachkommenschlachtschiffen haben wir da ja auch schon mal ein paar nette Träger dabei. Ja, Plasmakanone. Next Level Up, sozusagen. Da war nicht viel zu machen. Wir machen nur noch 16. Nahrung plus jetzt sogar nur noch 6. Nicht so gut. Ich glaube, es wird Zeit, das hier auch mal zu einem Nahrungsort zu machen. Hier brauchen wir noch mehr Verteidigung. Wo ist denn das überhaupt? Ah, hier. Ja, das ist ganz vernünftig, dass dieser Ort hier eine Verteidigung darstellt, grundsätzlich. Warum wird hier noch ein Schlachtschiff gebaut? Weil ein Schlachtschiff gebaut werden kann. Okay. Das wollen wir jetzt gleich mal ändern. Das muss nämlich nicht sein. Das halte ich nicht für besonders erstrebenswert. So. Wo können wir denn noch weitere... Ne, ich kann nur noch Hyperraum-Relays jetzt hier bauen. Ja, komm, dann machen wir einfach hier noch eins hin. So, es ist fertig. Die Megastrukturrestaurierung, nochmal 20.000 mehr Einlagerung ist möglich. Wir holen uns jetzt hier als nächstes eine die kinetische Batterie. Nein. Die, wir haben hier so viel. Ich nehme jetzt hier die Flakkanonen. Das geht in Flux Dalli. Hier noch mehr Wohnraum rein. So, monatliche Nahrungsproduktion plus 10%. Das dürfte reinhauen. Jetzt sind wir auf minus 38 gefallen. Und jetzt sind wir wieder bei plus 21. Ende des galaktischen Wächters. Mit der vollständigen Vernichtung von Mesh Band Collective hat auch die Amtszeit als Wächter des galaktischen Gemeinschafts ein jähes Ende gefunden. Dauerlich, dass wir es nicht waren. Die sie gegessen haben. Viel ist von denen nicht übrig geblieben. Boah, der Kampf gegen die hier wird richtig scheiße. Ich sehe es jetzt schon kommen. Also wenn ich angreife, dann muss ich hier wirklich direkt in ihre Hauptwelten vorstoßen. Aber das müssen wir jetzt erstmal vorbereiten, weil das ist... Die sind ein anderes Level. Die sind uns ebenbürtig. Blackkanonen. Da, Titan. Her damit. Wir wollen den Titan sehen. Die Leistungsverstärker sind da. Ich hätte jetzt hier gerne... Das wird uns noch mehr Legierungen bringen, aber uns auch ein paar Probleme mit der Nahrung einbringen. Das sehe ich kommen. Bitte mehr Nahrung. Bitte mehr Nahrung. Wie gesagt, hier mache ich jetzt auf jeden Fall, dass der Fokus auf die Nahrungsproduktion geht. Da sollte ich jetzt, glaube ich, auch mal hergehen und sagen, verbessern wir doch gleich schon mal die Situation in einem Orbitalring. Und hier machen wir auch ein Hyperraumrelais rein, damit das hier alles miteinander verbunden ist. Dann gehst du noch dahin. Technology concealed. Plasmakanone ist da. Das Quantenkatapult. Aber ich glaube, ich mache erstmal den Forschungsnexus, Leute.
Das Quantenkatapult ist natürlich auch geil, aber, also eher lustig. Aber ich glaube, dass es nicht so richtig sinnvoll ist. Also es erfüllt wahrscheinlich nicht unbedingt das, was wir dringend brauchen. So, noch mehr Schiffswerften da rein. Das Nachkommensding habe ich ja auch noch gar nicht hier drin. Hätte ich hier endlich gerne hier das hier eingesammelt, was ich seit Ewigkeiten vernachlässige. Die arktische Welt möge auch mal von uns besiedelt werden. Und diese Tundra-Welt bitte auch. Ich habe immer die Befürchtung, dass sie immer abziehen hier, dass sie immer gehen. Ich könnte natürlich jetzt auch mal eine Spezies, also eine Subspezies von uns machen, die jetzt speziell auf Tundra-Welten angepasst ist. Aber ich weiß nicht, ob ich das will. Na, was das gerade eben angeht, ist ein bisschen faul. Im genetischen Pool herumzuplanschen. Lasst uns erstmal quasi einfach unser Reich jetzt hier weiter aufbauen. Wie lange brauchen die Titane noch? Ein bisschen. So. Verbessere ich jetzt auch gerade eben nochmal. Ich sollte dringend demnächst hier mal genau hier eine Zitadelle draus machen. Und hier eine Zitadelle draus machen. Das hier sollte eigentlich auch eine Zitadelle werden, in Anbetracht der Tatsache, dass es hier eine weitere Grenze darstellt, die wir nicht so leicht verteidigen können. Was habe ich denn? Zro liegt denn hier rum? Ist ja absurd. Fällt mir in diesem Moment so ein bisschen auf. Also, wir haben es hier fast 100.000. Fast. Das ist eine Menge Zeug. Heimtückische Verschwörung aufgedeckt. Oh nein. Oh nein. Bin ja beinahe schockiert. Jetzt machen wir wieder 126 Nahrung. Und jetzt da schon wieder los. Also der da oben muss natürlich auf jeden Fall auch bedient werden. Reclaim the new nest. Sehr gut. Frage ist wo? Okay, jetzt kommt die große Preisfrage. Wir haben zwei genetische Punkte. Ich könnte mal eine Vorlage erstellen, die uns aber nicht so viel bringt. Eine Reichsgröße von Bewohnern könnte ich zum Beispiel reduzieren. Wir haben jetzt schon 640 Pops. Oder auch den Dienstleistungsmalus rausnehmen. Das ist hier einfach mal die Vorlage anzuwenden, würde uns 37 Monate kosten. Komm, wir machen das jetzt einfach mal. Das nimmt schon mal einen Nachteil von uns raus. Du baust jetzt gerade eben den Ring, das ist gut. Und du machst ja noch so ein Relay hin und mehr brauchen wir da gar nicht. Dann haben wir diese Straßen ja auch miteinander verbunden. Dann verbindest du das hier noch. Dann müssen wir noch bis da drüben hin. Dann, achso, das enigmatische Fortress muss ich noch machen. Ach du Scheiße. Vergesst es immer. Oh, und ich sehe, dass die Zeit rum ist. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Ey, in diesem Spiel kann ich versumpfen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.